Hallo! Nun. Krass, wir sind live. Wir sind live seit gefühlt nicht mehr gewesen. Ja. Das ist mega heftig. Sehr genaue Zeitangabe. Aber ich finde es persönlich auch viel besser, weil dann Menschen mit uns interagieren können, wenn sie Bock haben. Chat, ich habe dich offen. Hallo, Chat. Hi, wie geht's? Hast du einen schönen Tag? Regnet es bei dir auch? Ist dir kalt? Bist du krank? Brauchst du was zu trinken? Apropos krank. Du warst krank? Ja. Ich bin krank. Deshalb lassen wir mich auch so einen kleinen Sicherheitsabstand. Ich will nicht nochmal krank sein. Aber nee, bei mir ist tatsächlich auch noch nicht so ganz weg. Also ja, das ist so ein allgemeines Schnupfigkeits... Ja, das Problem hier ist auch, dass wenn einer krank ist, dann wird der nächste krank und so, dann geht man nach Hause, wird gesund, kommt wieder her und wird wieder krank. Ja. Weil dieser Kreislauf nie aufhört. Und die Regie, die hat ja keine eigene, jeder hat ja keinen eigenen Rechner, sondern wir teilen uns ein und dieselben Tastaturen und Mäuse. Und ja, da passiert das schnell. Schön. Das ist der Kreislauf des ewigen. Ja, yeah, aber hier Chat sagt auch Hallo. Sehr cool. So, Dean ist nicht da. Ein paar Mal ist es jetzt ausgefallen. Wir haben beide vergessen, wo wir waren. Dann haben wir haben uns diesen Spielstand hier angeguckt. Genau. Und durch unsere wunderbaren. Die Namen haben alles verraten und dann haben wir haben die Spielstände aufgemacht und dann so Boss gelesen und wir, oh fuck. Lass uns eine Art Herbstgedicht ein Herb mit unseren Dingern hier machen. Oh. Da war Dorbo. Ja, Sieg, Saufi. Quick Save, Santa Monica. Krankenhaus, Werwolf. Werwolfblut. Werwolfblut, Schlacht. Geil. Schachttüren auf. Security-Typ tot. Buffy vor der Wohnung? Gott, wer wäre es Buffy noch gewesen? Das war die, die uns verfolgt hat immer, weil wir doch irgendwie Menschlichkeit verloren hatten. Okay. Blutbank Lilly am Strand, Happy End. Sehr schön. Typ Reden, Chinatown. Oh, weißt du noch Pola Pippi AA? Ach du Scheiße. Ach, so schön. Also, das ist wie so ein kleines Tagebuch, wo drin man so zurückblättert. Pupufas? Auf dem Dach so? Sneaky Sneak oder Scheiß? Ach, Schieß. Scheiß. Nun, aber jedenfalls. Wundervoll. Es ist wundervoll. Net Café Joseph Kafka. Wir wünschen auch ganz viele gute Besserungen. Ach, danke schön. Ja, dir auch, falls jemand von euch krank ist. So, jetzt sind wir jedenfalls bei Boss. Ich lade den mal. Ja. Vielleicht kann man sich erinnern, das ist so ein komischer Boss, der ganz merkwürdig aussieht, den ich bei weitem nicht wirklich geschafft habe. Naja, einmal fast, glaube ich sogar. Ach so, ja genau. Ich habe meine auch gelesen zu haben irgendwo, dass in dem Haus so Blutgedöns versteckt ist. Dann können wir hier, um unsere Erinnerung aufzufrischen, einfach nochmal durchlaufen. Ich kann mir die Steuerung noch mal ein bisschen aneignen, würde ich sagen. Ja, das ist sehr gut. Und dadurch, dass meine Nase nicht so viel zu tun hat und dicht ist. Deine Nase jetzt? Ja. Schärfen sich vielleicht woanders die Sinne. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Manchmal ist das doch so, wenn dass man dann besser sieht. Ja. Also vielleicht wirkt sich das ja alles auf meine Reaktions... Was ist das denn? Hä? Jetzt hast du es nicht gesehen. Oh. Da war so ein kleines, das sah aus wie ein Korallenstachelfischvieh. Oh, hallo. Korallenstachelfischvieh. Ist das ein Kühlschrank oder warum geht das Licht an, sobald er da... Im hallo? Kühlschrank schreibt jemand. Kannst du den Kühlschrank auch öffnen? Ist das... Ich esse einen Kühlschrank. Hula! Danke sehr, Yoko Ono. Oh, eins. Zwei. So, das Schwierige ist natürlich, das müsste man schön schnell ausrüsten können irgendwie, ne? Da waren doch noch ein paar Tipps, wie man schneller Faust und sowas macht, ne? Ja, ich suche es sofort. Das sind hier 1 und 2 und nicht F1 und F2. Aber wo haben wir denn unser Blutgedödel? Es ist tatsächlich auch so, wie viele es ja auch von euch schreiben. Das einzige Problem ist nämlich, weil die Pausen zwischen den Spieleeinheiten, nenne ich sie mal, die sind so groß, dass wir jedes Mal ankommen und aus unserer eigentlichen Arbeit kommen wir hier an. Und dann sitzen wir hier und dann so, oh, wie war es nochmal, was war und
wenn man so wie hier mit der Pisha-Dings, dass wir sie ja auch komplett vergessen hatten und also. Naja. Genau. Ich speichere also, jetzt hier nochmal, weil das muss ich mal wieder zum Kühlschrank. Hier schreibt, also K gibt euch die Möglichkeit, freischnauze die Tasten 1 bis 0 auf der Tastatur mit Waffen, Disziplinen, Blutbeuteln etc. anzulegen. Okay, womit? Was? K. K. Ach je. Nahkampfwaffen. Sehr schön. Hä? Achso, das ist ein 1. Ja, nee. Ich will Fernwaffen will ich aber gar nicht haben. Ich will hier. Das ist ja auch praktisch. Sag ich mal, Blutheilung. Achso, ist auf 3. Egal, dann mache ich auf 3. Möchte ich gerne. Was ist das? Ahn, Blutkonserven? Ich möchte Blutkonserven. Sind das die? Check ich mal. 3. Oh, jetzt habe ich eine getrunken. Ich dachte, ich rüste sie nur aus, um sie dennoch. Ja, ich kann ja nochmal zurück. Ja, ich dachte, der zeigt mir erst an, was da ausgerüstet ist und dann kann ich. Ich habe gerade Chat gelesen. Ja, es ist live. Hi. Es ist live. Wow. Tür zerstört. Alles ist tot. Alles ist tot. Schöne Grüße aus Finnland. Alter. Finnland? Warum tollst du nicht draußen herum in diesem Moment? Es ist aber kalt. Ich war schon mal in Helsinki. Und das war mit die schönste Stadt überhaupt. Das ist mega geil, wenn so richtig riesige Tankerschiffe einfach eingefroren sind auf dem Meer. Das habe ich noch nie gesehen. Das war cool. Also, groß zurück. Es ist schön, dass es jetzt jeder schreibt. Das ist sehr lustig. Was? Dass du aus Finnland kommst? Ja, weil es ging gerade um einen gewissen Spruch, der da noch dazu stand. Und ich habe natürlich jetzt nur Grüße aus Finnland geschrieben. Und dann ging es um diesen Spruch und jetzt machen alle das. Naja. So, ich versuche jetzt einfach mein Glück. Erstmal, das ist jetzt nur die Übungsrunde. Ach Gott, hey je. Ja, das dauert jetzt. Ach, dieser Typ, ne? Typ. Ach, hello, young kid. Ich bin übrigens als Daniel Budiman hier eingeloggt im Chat. Ich könnte jetzt sonst was schreiben. Your nerves not so deadened that you cannot express shock. Ich schreibe. Tell me, child, is my appearance that frightening? Or is it my knowledge of you that is so unnerving? Das hier ist Daniel Budiman. Oh. Wir haben gelernt, wenn man immer 2 antwortet, wenn man kann. Oh yes. Ach so, beleidigen wir ihn schnell. Dann ist er schneller durch mit uns. Ich hab doch eben. So, hab einfach mal. Wo ist er denn jetzt? Ach, schön. Ja. Hallo. Ja, er soll sich jetzt. Aber wir waren ja letztes Mal auch schon so knapp. Einmal waren wir relativ knapp, ne? Ja. Daniel Lügenmann. Ich bin gar kein Mann. Aber Daniel Budiman ist hier ja angemeldet. Was soll ich tun? Ich drück immer Raute, wenn ich anstatt N. Müsste einfach mal in der Nähe aufkreuzen wieder. Schisser. Aber es sieht ja echt gut aus gerade. Wow. Jetzt verschwindet er doch gleich wieder, der Schisser. Ja. Einen gebe ich ihm noch. Wow. Ja, die guten Leoparden. Seelenstärke hilft, schreibt auch. Kann ich nicht nur einfach Glück haben? Jetzt halte ich mich mal in der Mitte auf. Okay, da ist er. Der Typ kommt auch noch von vorn. Dann erwische ich hier vielleicht beide so ein bisschen. Ja. Es ist, ich habe doch gerade Blutheilung eingesetzt. Viele sagen gute Besserung und alles und dass der Herbst fast jeden schafft momentan. Ich finde Herbst tatsächlich echt schön.
Schön oder schlimm? Schön. Ich mag den Herbst eigentlich auch ganz gern, ja. Also ich mochte auch so die erste... Ich habe zwischendurch 2 gedrückt, was ja bekannterweise jetzt Blutheilung ist. Hm. Aber es hat nicht funktioniert. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir tatsächlich auf total blöd und stumpfsinnig raufkloppen besser gespielt haben als mit Wissen. Ja, ein bisschen, ne? Das ist nur so ein Gefühl. Hm. Ah, guck mal, wenn ich jetzt Blutheilung drücke, dann setzt er sie nicht ein, sondern er markiert sie unten nur. Ah, okay, dann musst du auswählen und dann klicken, ne? Ach, aber das Blood Pack setzt du sofort ein, oder was? Was habe ich denn da jetzt? Das ist ja gar nicht gespeichert. So, ich möchte hier gerne Blutheilung haben und hier möchte ich mein Beutelchen haben. Das Beutelchen. Blutkonserve. Oh, jetzt hast du Blutheilung gemacht. Dort. Ich bin 3 ist Blutkonserven, 4 ist Blutheilung. So, danke schön. Das ist ja auch so ein ewiges Gelaber ist am Anfang. Oh. Vielleicht weiß der Chat ja, ob mit dieser gelbe Schaden. Der dann immer so. Weil ich war ja fast voll sogar, nur alles war ja gelb. Ob ich den mit Blutheilung, ob der dann auch wieder weggeht? Ja, auf zu lachen. Oh, Child. Hat doch gerade jemand gesagt, dass Blutheilung kaum was bringt. Aber wir haben ja auch zum Glück diese Blutkonserven. Das ist ja, Konserven. Ach so, und damit er wohl in der Mitte auftaucht, soll man sich mehr in der Mitte aufhalten. Aber ich habe das Gefühl, dass er ja eher immer verschwindet von einem. Und nicht, Also er taucht ja nicht da auf, wo man steht. Das ist ja das... Oh, jetzt funktioniert es gerade sehr gut. Okay. Na gut. Blutarmor, ihr stirbt nicht, nur weil ihr kein Blut mehr habt. Aber kein Blutstand. Hier, gelbe Leiste auf blauer Lebensanzeige, wenn du mir zuhören kannst. Ich mach's nur jetzt nach, auch so, sonst generell. Lässt sich auch mit Blutheilung nur ganz langsam heilen. Komm schon. Diese dummen Dinger, ne? Das ist echt cool, Alter, du. Nein, was? Wer? Musst du die anderen jetzt noch umdödeln? No. Was? Sein Ding ist doch weg. Was? Warum hängt er denn da jetzt noch ab? Er ist tot, Mann. Weißt du das nicht? Hä? Okay, musst du die vielleicht erst töten? Damit der ich sterb doch! Oh fuck. Komm schon. Auftrag aktualisiert. Oh Gott. Oh. Und nun? Oh, Obacht, ey, du bist gleich hinüber. Willst du einen Speicher? Kann man speichern? Sollte ich das? Weiß ich nicht. Versuch's, du bist gleich tot. Aber das singt doch nicht mehr, oder? Naja, aber... Also, warte mal, macht er so Pause? Logbuch, was steht denn da? Ja, bestimmt und Zugang zu... Erfüllt haben wir die jetzt. Wenn ich die Nosferatu finden will, geben sie. Jetzt suchen. Dann später. Ich speichere einfach, aber an einem anderen Speicherstand. Ja. Oh Gott. Mein Hals, ey. Knapp. Knappe Kiste, jo. Knappe Kiste? Sagt man das so? Knappes Höschen. Oh. Aber ist okay. Manchmal sitzt in einem Höschen und andere in Kisten. Ist vollkommen. Und jetzt? Ich hab beide
Oder? Nee, eins habe ich noch, ne? Jo, sonst würde es nicht angezeigt werden. Ich kann leider, ich habe meine Brille nicht auf, ich kann diese ganz kleinen Zahlen kann ich nicht lesen. Oh, guck mal, meine Gesundheit. Ja, sehr gut. Kanalisation ist bestimmt hier, gell? Ist hier vielleicht noch Blut oder so? Kann ich das noch ausschöpfen? Ja, dass man überhaupt auch überhaupt rein gar nichts dafür... Kannst du da raufhüpfen und runter? Nee, das ist gar nichts. Das ist nur ein Brunnen oder so. Aber seht ihr, das passiert nämlich. Wenn man den 100-mal probiert, einfach mal eine Woche lang ruhen lässt, dann nochmal probiert, dann geht's. Das ist das typische Dark Souls-Prinzip. Hier schreibt gerade einer, nein, 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 nicht trinken. Im Keller geht's in die Kanalisation. Ja, das haben wir jetzt rausgefunden. Hallo. Die Ansicht ist... Oh, wer ist da? What the fuck? Oh, jetzt hängen da noch mehr. Da ist noch ein Hebel. Hebel! Hebel! Ah, aber erstmal... Wer ist er denn? Ach, ist das einer dieser Pest-Typis, die oben auf dem Dings abhängen? Neben dem... Klemmbrett war ich denn den Scheiß. Sieht aus wie ein Klemmbrett. Okay, danke. Tschüss. möchtest du das lesen? Nein, danke. Ich kann es nämlich auch schwer lesen. Hier schreibt übrigens jemand, wir sollen erst nach oben unbedingt und das Artefakt holen. Also jetzt nochmal hoch und dann durch die, oh Gott, oh fuck, dann durch die Tür, also erst das Artefakt holen auf jeden Fall. Weil ja, es ist zu spät jetzt leider. Nicht mehr hoch. Oh. Aber wir haben ja einen Spielstand. Ja, mach mal nicht, okay. Dass wir das nachher und dann. Bestimmt Level dafür. Warum macht es immer irgendein Geräusch? Weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil du die Taste drückst. Das hatten wir doch bei irgendeinem anderen Punkt auch immer, wo es dann gegen die Tür geschlagen so, hat. So, Artefakt. Artefakt. Dann haben wir. Mal, die eine Schublade sieht so aus, als wäre sie verdächtig, aber. Auf irgendeinem Tisch. Warte mal, ich versuche nochmal zu finden, wo es steht. Erst nach oben Artefakt holen, dann durch die Tür diese Kombination. Oben. Oben! Stuhl! Weg! Mit dir! Wo ist dieser Artefakt? Brauchen wir diesen Artefakt? Haben wir den schon eingesammelt vielleicht? Das ist raus. Irgendwo müsste doch hier was Cooles rumliegen. Ui, ui. Oh, sorry. Auf einem Tisch? Achso, ich weiß nicht, ich habe Tisch dazu gedichtet. Es tut mir leid. Es ist bestimmt ein Tisch. Ich habe es erst gelesen. Aber, Hier ist was. Aber es ist... Oh ja, so. Nee, extra? Skibidibibobobobobobob. Aber es... Ich kann das echt böse nicht... Böse aus, okay. Steht das da tatsächlich? Ja, mit ganz vielen Ös. Ganz viele Ös. Ich bin auch dafür, dass wir uns grundsätzlich anfangen, mehr auszustatten, auch mit diesen ganzen Blutpackungen und sowas. Weil, also, oder war das jetzt nur mein Gefühl, dass... Also ich meine, es ist gefühlt immer, dass beim zweiten Anlauf das sowieso viel einfacher ist. Aber dass durch die Packung war das jetzt... Oh, Rattis, tschüss, Annette. Höhlenbau? Ja, das hat auf jeden Fall geholfen in dieser Pause. Es ist schön, wenn man das Spiel so spielt, wie es... Was hat diese Zahl da eigentlich zu bedeuten? Welche Zahl? Neben meiner Lebensanzeige. Oh. Aber wahrscheinlich die Trefferquote, Treffsicherheit oder... Ja, ich weiß auch nicht. So, aber war nur, wenn du kriegst? Ey, kommen jetzt die Viecher permanent eigentlich? Ich hab die mir schon ein bisschen übersehen. Ich drücke doch. Push it to the limit. Okay. Warum geht denn die Actionmusik wieder los? Jetzt. Dumm, Dummies.
Geht das wieder los? Wohin denn? Hier geht's nach oben oder erstmal nach da hinten? Haben die nicht gesagt, ich kann als... Ja, die kann ich trinken, genau. Und als Gangrel wird uns davon noch nicht sofort schlecht. Komm hier. Um das Artefakt benutzen zu können, braucht man dann auch... Okay, cool. Oh Gott, wir werden uns so verlaufen. Ich gucke nur mal nebenbei, weil ich finde das gerade echt angenehm, dass der Chat irgendwie hier ist. Und dann, kann man viel besser interagieren. Und ich verliere trotzdem sehr oft den Faden. Dinge, die ich sage und gleichzeitig denke. Das ist sehr schön. Ich gehe mich einfach eine Runde verlaufen, ja. Ich habe dich zuerst gesehen, ja. Dir doch. Oh nee, tauchen. Ist das überhaupt? Ach, was? Ich erkenne nichts mehr. Was ist Hallo? Das? Es sieht doch so aus, als könnte man da runter durch. Ja, es ist wahrscheinlich da kann ich doch nicht durch. So gedacht. Aber wie tauche ich denn? Oh, doch geht's? Das sieht doch so... Ducken? Ring? Ich glaube... Was ist das denn? Warum ist das so blau? So Feenstaub. Nun, okay. Das muss man bestimmt machen. Ja, ach ey. Wir müssten jetzt erstmal... Gab's nicht irgendwie... Ich meine, Karten sind immer hilfreich. Gibt's nirgendwo eine Karte, die einem sagt, so hey... Ich kann hier fast überall lang. Aber hier ist keine Bushaltestelle, leider. Dieses Spiel. Ich weiß ich nicht. Ah, bin ich jetzt auf der anderen Seite? Bist du? Ich glaube schon. Ah, und hier da ist ein Hebelbabel. Open. Sehr schön. Kann man da auch so? Okay, gut. Dann ist wahrscheinlich immer auf der anderen Seite das Knöpfchen. Oh, fuck. Jetzt wieder in die andere Seite, ne? Nee. Ah, Gott! Oh, hier schreibt gerade jemand ein Koop mit zum Beispiel Portal oder so spielen. Portal habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Ich habe früher Portal auch immer 2. diese... Ja, diese ganzen von Steam Workshop und so mir runtergegangen, um neue Levels zu haben und so, das war echt, das habe ich echt gerne gemacht. Ich hatte auch immer so zu Weihnachten, wenn es dann irgendwie der erste oder zweite Weihnachtstag ist, wenn einem so irgendwann dann langweilig wird und man sich dann zurückzieht, habe ich das auch noch einmal komplett durchgesuchtet. Vielleicht mache ich es dieses Weihnachten auch nochmal. Oh, diese Kamera, hallo! Oh, ja. So. Oh, hier. Ach. Oh Gott, was ist denn das? Nun gut. Hier ist irgendwas gestorben. Vielleicht folgen wir dem Blut? Hier waren wir ja. Ach so. Scheiße. Irgendwo war hier mal eine Leiter nach oben. Wenn und jetzt darfst du da nicht durch. Das ist nur eine Attrappe. Oh, doch nicht. Da, oh ja, oh, bitte hoch, raus aus der Kanalisation. So, und was da oben so ist, erfahrt ihr nach der Werbung. Cliffhanger. Oh, da.